Und damit Glück auf und herzlich willkommen zum nächsten Daily Vlog. Ja, wir haben heute den ersten Weihnachtsfeiertag, deshalb auch alles schön beleuchtet, die Kerzen an, der Schmittbogen an. Der Kollege ist auch da, mit dem habe ich gestern Abend noch richtig schön durchgebrannt. Und deshalb war der auch bei euch und hat euch keine Geschenke gebracht. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, er war schön fleißig bei euch und hat euch reichlich beschert und reichlich beschenkt. Wobei das ja eigentlich nicht der eigentliche Sinn des Weihnachtsfestes ist. Gut. Mit was fangen wir an? Richtig, mit dem Paket. Beziehungsweise nicht ganz richtig, ich gehe noch mal kurz auf die letzte Folge ein, wo es um das Schottern ging. Die kam nicht ganz so berauschend an. Ich muss fairerweise sagen, die Ausgabe war ein bisschen verraucht. Nein, also die Ausgabe war ein bisschen hektisch, auch von meiner Seite aus, das hat man wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt. Das war so ein gebrauchter Tag, wo ich das Video gedreht habe, wo einfach alles in die Hose ging. Ich hoffe, das läuft heute besser. Und ich will euch aber heute auch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Den Kollegen tun wir jetzt mal ein bisschen beiseite. Warte mal, du kannst da oder was machen können. Warte mal, du kannst da noch was. Ja, genau. We wish you a Merry Christmas. So, jetzt hast du genug gesungen. Jetzt mach die wieder ab in den Murten, dort wo du hingehörst. Und tschüss. So. Dann haben wir ja gesagt, wir kümmern uns nochmal um ein Paket. Ihr seht auch, der Testkreis ist wieder aufgebaut. Und unsere geliebte Krücke ist auch wieder mit am Start. Ja? Krücke sagt Hallo. Hallo. Gut. So. Immer schön zur Person hin. Ne? Ihr seht es wieder, schön eingepackt. Das, den müssen wir woanders hinstellen, den Gustav hier. So. Ihr seht es, ein Decoder. Den werden wir heute verarbeiten. Kiste ist leer. Fort und Tschüssikowski. So. Also hier kann es jetzt eigentlich bloß noch das eine sein. Weg. So, und zwar haben wir heute eine Elektrolokomotive der Baureihe 143 mit der Artikelnummer 04341. Ja, soll keine Werbung sein. Aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja. Und dann kann er sich die ja noch irgendwie versorgen. So, jetzt tun wir kurz umschmitschen. Das habe ich nämlich ganz dick doll vergessen. Ne? So, Momente. Eine Momente. So. Ihr seht das Ganze jetzt mal so, wie ich das Ganze auspacke. So, Papa guckt jetzt mal kurz, wie es aussieht. So, genau. So, ich will euch das jetzt nicht länger vorenthalten. Einmal rumdrehen, das kleine Stück. Haha, ich sehe es schon. Haha, das ist was ganz Feines. Nein, dürft ihr nicht sehen. Ihr dürft das Ganze nämlich jetzt erst sehen. Ja, das ist die Miet- oder Kaufmischlok. Ein herrliches Teil. Ich hätte mir so sehr gefallen.
Die musste ich einfach noch in meinem Bestand haben. Ich bin sowieso ein relativ großer 143er Fan oder 243 oder also alles, was der Trabi ist. Die finde ich sensationell. So. So. Also ich finde die Lok wieder mal sehr detailreich. So auf den ersten Blick, wie gesagt, wenn man Fan davon ist, dann macht das sowieso viel mehr Spaß. Ja, das ist auch die von der DB. Also wieder eine neue 143er dazu bekommen. Und jetzt tun wir die ganze, weil das ja Quatsch ist, wenn man die auspackt und lässt sie dann einfach liegen und macht dann zum Digitalisieren noch einmal ein Video. Das ist ja Quatsch, das machen wir heute alles in einem Rutsch. Genau, die Kurve rausholen. Zwar handelt es sich dabei um ein Lokpilot Standard mit der Artikelnummer 53616. Ja. Wie gesagt, das ist alles selber bezahlt. Keine Spende oder sonst irgendwas. Nur um das nochmal zu erwähnen. So, jetzt brauche ich eigentlich gar nicht so weit wegpacken, weil ich das jetzt nicht mehr brauche. So, jetzt können wir hier liegen lassen. So, jetzt haben wir hier natürlich noch einen Aufkleber drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob der stört oder ob der nicht stört. Ich mache mal einfach ab. So, jetzt machen wir das gute Stück mal auf. Nicht am Drehgestell ziehen, Herr Rottliff. Genau dafür, weil ich das schon geahnt habe, habe ich mir hier noch was mitgebracht. So. Ach, hier sind die Haken. Nee. Brauchen wir uns. So. So sieht das ganze Stück von innen aus. Dann haben wir hier die Platine. Die tun wir jetzt hier. Also wir gucken noch mal genau. Ja, ihr seht es. Das ist hier. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das ist die Platine. Die tun wir jetzt ganz sachte raushebeln. Ja, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich wollte euch das jetzt zeigen, aber mal gucken, ob wir es so hinbekommen. Also man kann die auch ganz leicht abziehen, aber ich bin da immer ein bisschen... Ja, geht. Ich mit meinen Wurstfingern hier. Brauchen wir doch mal kurz den Kollege. So. Immer also ganz leicht, ne? Nicht hier reinrammen wie so kaputter. Ja. Und jetzt können wir die rausziehen. Das ist diese Analogplatine, die kommt bei mir hier rein, in den dazugehörigen Behälter. Und jetzt können wir den Decoder ganz sachte reindrücken
Ja. Und das war schon die komplette, ich zeige es euch nochmal hier aus der Articolo. Ja. Das war im Prinzip schon die ganze Digitalisierung dieser Baureihe. Ich habe noch eine ältere Baureihe da. Da geht das Ganze noch ein bisschen anders. Aber das zeige ich euch dann mal. Das zeige ich euch dann aber mal in einem separaten Video. Jetzt stellen wir die ganze Lok hier drauf. Ist klar, die halbe ist auch blöd. So. Jetzt. So. Jetzt zeige ich euch das Ganze noch einmal aus der Nahperspektive vom iPad, wie man die Lok hier nochmal digitalisiert. Ich wollte es eigentlich draußen machen, aber mir fehlt leider die Zeit im Moment dazu, dass ich nämlich gleich auf Arbeit muss. So, und zwar haben wir noch frei, das kann ich mal noch kurz einblenden, ich habe hier mir eine Liste angefertigt, ja, wo die ganzen Adresslisten, also die Adresslisten drauf sind. Ihr seht, Adresse 20 ist das Harzkamel, die 199, ich weiß gar nicht, die habe ich euch glaube ich einmal gezeigt. Mal gucken, ob wir im nächsten Video dazu kommen. Vielleicht packe ich sie mal aus und tue sie noch mal kurz anschmeißen. So, aber wir sehen, wir haben noch die Adresse 19, ist noch frei. Demzufolge werden wir uns die Lok auf die Adresse 19 programmieren. So, jetzt muss ich mal kurz hier das alles ein bisschen errichten nochmal. Das passt mir nämlich alles noch nicht so richtig. Das gefällt mir nicht so richtig. So. Genau, so. Also ihr geht in der App, das ist aber noch die alte App, das muss ich dazu sagen, es ist noch die alte App. Ihr geht dazu auf CV-Programmierung, dann und bumm, da haben wir die Adresse 3, weil der Decoder, das habe ich nämlich das letzte Mal falsch gemacht gehabt, die Decoder, wenn die ab Werk geliefert werden, sind die immer auf die Adresse 3 programmiert. So, also die Lok hat jetzt die Adresse Nummer 3. Wir wollen den CV1 programmieren und wollen aber den CV1 auf die 19. Das heißt, ihr müsst die aktuelle Lokadresse eingeben, also die 3. CV1 ist immer die Lokadresse und der CV-Wert wird auf die 19 programmiert. Somit ist die Lok automatisch, nämlich jetzt, auf die 19 programmiert und reagiert jetzt auch nur noch, wenn ich die Lok ansteuere. Ansonsten hätte ich, wenn ich bei der 3 das jetzt gemacht hätte, wäre bei mir losgefahren noch die Ferkeltaxe. Ja, wollen wir ja nicht. Jetzt tun wir das Ganze hier noch mal in die Multimaus eingeben. So rum. Ja, das ist jetzt also die normale Multimaus. Es gibt aber, ich glaube, zu der Funk-Multimaus gibt es da keine Unterschiede. Und selbst wenn. Aber das ist ja relativ einfach. Ihr geht auf Neu. Jetzt könnt ihr euch eine Adresse, also einen Zug raussuchen. Ich muss jetzt ganz ehrlich überlegen und schwindeln. Ich weiß nicht, welches Messe ich jetzt nehme. Ich gebe es einfach mal unter Mietmisch oder Miet oder irgendwie sowas ein. Da sollte man die richtige Taste drücken, ja, ist klar. Miet nehme ich jetzt einfach. So, dann geht ihr auf OK. Ja. Jetzt gebt ihr hier die 19 ein. Also ihr seht, da geht schon von Haus auf die 3. 19, okay. Error. Warum bringt er mir jetzt hier einen Error? Weil die 19 nämlich schon belegt ist. Zumindest hier auf der Dings. Ich weiß aber jetzt nicht, welche Lok das ist. Die 20 haben wir, der 21 haben wir. Wir nehmen jetzt einfach mal die 22. Das heißt aber, wir müssen auch die Lokadresse auf die 22 ändern. Das machen wir jetzt. Also wie gesagt, die hat jetzt die 19. Das müssen wir nämlich jetzt ändern. 1 und wir wollen es auf die 21, weil das wäre bei mir der nächste freie Mitarbeiter sozusagen. So, jetzt ist er auf die 21 programmiert. Gehen wir auf OK. Jetzt gucken wir so lange. 21. Bringt er mir wieder einen Error. Weil wir auch gesagt hatten, wir nehmen die 22.
tun wir das Ganze wieder ändern. Also ihr seht, Vorbereitung ist alles. Ja, 22. Ich habe das dumme Gefühl, dass auf der 22 irgendwas programmiert ist. Okay. 22, okay, bringt nochmal wieder einen Error. Das heißt, ich müsste mir mal alle Logs raussuchen und müsste mal alle mal durchlesen, weil hier irgendwas nämlich nicht hinhaut. So, der 22 bringt mir auch einen Error, also probieren wir jetzt mal die 23. Die bringt er mir, die 128. Ach, ich weiß auch warum, der 22 ist nämlich der Berlin-Hamburg-Express. So. Ach ne, der T1. Ah, den habe ich schon vorne eingetragen. Deshalb. Genau, so. Das kann man aber gleich mal gucken, welche Adresse der hat. Und zwar macht er das folgendermaßen. Ihr drückt Menü und OK. Oder? Ach genau, also Menü und die Pfeiltaste. So rum war's. So, gehen wir auf Log. Nee. Wir gehen jetzt mal auf Bearbeiten. Wir suchen, gucken jetzt mal bei dem. Da hat nämlich die Logadresse 19. Und da hat er. Okay, wir tun jetzt nichts umändern. Achso, ja, halt zurück. Und gucken jetzt mal, was der hat. Da hat sogar die 24, das müsste ich mir alles mal aufschreiben. Das kann man alles über die, auch über die Multimaus raussuchen und rausfinden. Ja, jetzt müsste ich halt einfach mal gucken, was jetzt was ist. Der Städte-Ex müsste, hat die 15, genau. Ah, alles klar. Genau. Wissen wir Bescheid. Ja, so kann man das zum Beispiel herausfinden. Jetzt müssen wir aber die Lok nochmal hier ändern. Und zwar von der 22 auf die 23. So, und ich lasse das auch alles drin, dass ihr das nämlich extra mal wisst. Ja, programmieren. So. Und dass ihr das auch mal seht. So. Jetzt gehen wir auf unsere Meet-Mich-Log. Wir drücken. Achso. Ja, ist klar, wenn man natürlich im Menü ist. Ne? Also er geht dann mit den Stopptasten raus. Und ihr seht. Das Lichtl ist an, war. Was ist nun? Moment. Okay, dann machen wir was anderes. Ich hole mal eine andere Lok.
So, jetzt gucken wir mal, das müsste die So. Also, wie gesagt, die dreht ihre Runden, aber warum jetzt die, warum die jetzt nicht mehr möchte, jetzt geht's wieder. Wir testen sie gleich nochmal. Also ihr seht, ja, ihr seht oder auch nicht, aber jetzt seht ihr es, die Lok fährt, wer weiß was er hatte. Und ich finde, sie fährt sogar sehr gut. Also wieder mal ein tolles Produkt von Tillich. Ja, aber irgendwelche Macken hat sie, weil sie zuckt. Ein bisschen. Ich meine, gut, sie muss erstmal eingefahren werden und alles, das ist alles okay. Ja. Genau. Ich bin gespannt, was ich da hinten ranhänge. Bin ich ehrlich gesagt noch total überfragt. Aber da wird sich dann irgendwann schon mal die Chance ergeben. Ja, während die Lok hier ihre Kreise zieht zum Einfahren, soll es das von mir, von hier für heute schon wieder gewesen sein. Es war wieder mal ein langes Video. Ihr seht, auch bei der Programmierung kann man ein bisschen was schief gehen, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet. Asche auf mein Haupt, aber man hat das, wir haben es hinbekommen. Sie fährt noch an, nach einer kleinen Startschwierigkeit. Wollt sie jetzt? Ich wünsche euch noch weiterhin ein paar frohe Festtage. Also das, was von heute, vom ersten Feiertag noch übrig ist und dann morgen den zweiten Feiertag. Wir sehen uns definitiv am Dienstag nochmal wieder. Dann geht es auch nochmal um eine Digitalisierung. Das kann ich, soweit kann ich mich schon aus dem Fenster lehnen. Was das sein wird und wie das funktioniert, das seht ihr dann an dem Tag. Wir hatten das Produkt, hatten wir schon mal, haben wir auch ausgepackt in dem Daily Vlog Reihe oder in der Daily Vlog Reihe. Und aber was es ist und um was es sich da genau dreht, da müsst ihr euch leider noch etwas gedulden bis zum Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Dran denken, bleibt gesund, auch in den schwierigen Zeiten. Und wenn ihr es nicht seid, werdet so schnell wie möglich gesund. Und ja, dann zieht sie hier weiter in ihre Kreise und ich sage, macht's nicht gut, macht's besser. Klick auf!